13403 Berlin, 2015, 19. Oktober. An Verlag. Sehr geehrter Herr Verlagsleiter, recht herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2015. Ihre Meinung zu den Entwicklungen im Koran. Zu meinem Bedauern kann ich zu den Entwicklungen im Islam keine Meinung äußern. Sowieso sind mir Meinungen zuwider. Meinte beispielsweise kürzlich ein katholischer Lehrer der Theologie, die Bibel verbiete männliche Homosexualität nicht. Bereits seit längerem meint die Kirche, ein Onanieverbot postulieren zu müssen und täuscht die Gemeinde damit arglistig über den tatsächlichen Inhalt der Sünde des Onan. Vor einiger Zeit war aus ihrem Verlag Christ in der Gegenwart die Meinung zu vernehmen, Gott ließe sich durch die Menschen bestimmen. Eine Opferreligion sei das Christentum zudem. Besuchen Sie Ihre Opfer doch einmal, die geringsten, von denen Jesus sagt, wer Ihnen ein Leid zufügt, für den wäre es besser, nie geboren zu sein. Kommen Sie einmal hier in die Psychiatrie, schauen Sie sich das hoffnungslose Elend an. Haben Sie Teil am Opfermord im Namen des Christentums. Bringen Sie Jesu Geringste doch eigenhändig ums Leben. Der Segen des selbstbestimmten Gottes wird gewiss unermesslich sein. Nun denken Sie bitte nicht, hiermit der Schöpfung Gott abschaffen zu können. Nach dem Motto, glaubt keiner mehr dran, gibt es nicht mehr. Das Schicksal regelt jetzt der handgeschnitzte Hausgötze. Was ich vom Islam denke, ich denke, Gottes Offenbarung, wie Gott sie Mohammed gegeben hat, ist die zeitgemäße Version der ewigen Gesetze, wie sie schon Konfuzius und andere niedergeschrieben haben. Mohammed, ebenso wie Jesus, hebt nichts auf, verändert keinen Strich am Gesetz, ist jedoch deutlicher. Am Tag der Zusammenkunft, wenn keine Seele für die andere eintreten kann, wird das Mädchen gefragt werden, wessen Verbrechens wegen es lebendig begraben wurde. Man möge gefälligst auf das Dach seines Hauses steigen, sich aufknüpfen, wieder abschneiden und schauen, ob die Welt eine bessere geworden ist. Beide hier sinngemäß wiedergegebenen Koranzitate treffen den barbarischen Nagel unserer Zeit auf den Kopf sozusagen. Und dieser Kopf scheint mir irgendwo in Deutschland recht locker auf irgendeinem Hals zu sitzen. Ich denke, Gott wird die üblen Schmähungen und Beleidigungen Gottes Wortes und Gottes Propheten rächen. Ich denke, der Wunsch, an den hausgeschnitzten Christengott herangetragen, den Feind zu vernichten, wird in Erfüllung gehen. Damit es auch wirklich etwas wird, erfolgt zunächst ein Probelauf der Vernichtung an der organisierten Christenheit. Dass dabei möglicherweise das anfallende Brennmaterial von durchgeknallten Fundamentalisten dazu genutzt wird, die Eier ihrer Feinde zu braten und sie den Hunden zum Fraß vorzuwerfen, entspricht nicht meiner Vorstellung vom Umgang mit Menschen. Satan lässt sich eben nur so ungefähr bestimmen. Sicher, wer der Welt Wind opfert, wird mit Sturm gesegnet. Das ist das Gesetz der Sünde. Betrachten Sie einmal das wahnsinnige Wüten. Nein, nicht gegen fremde Völker oder andersgläubige Menschen, das Wüten gegen unsere heilige Schrift. Drogeninduzierter Größenwahn, Rauschgetränk geschwängerter Priester, die sich anschicken, das Heiligtum zu betreten. Wie soll das Bestand haben? Sich für den Herrn der Welt halten, ist wohl in Ordnung, wenn es Gottes Willen entspricht. An dieser Weltherrschaft festhalten wollen, wenn das Mandat des Himmels abgelaufen ist und zu diesem Zweck das Wort Gottes selbstrechtfertigend verfälschen, bedeutet den Untergang. Hochachtungsvoll,